Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dem heutigen Video dreht es sich einfach mal um drei Herbstlooks, die ich rausgesucht habe. Los geht's. So, Freunde, der Herbst steht vor der Tür. Ich habe leider auch noch gehofft, dass der Sommer noch nicht ganz vorbei ist. Aber leider Gottes, diese Woche, die Prophezeiung ist eingetreten und der Herbst ist auf jeden Fall da. Es ist kalt und dementsprechend habe ich mir gedacht, ich suche euch einfach mal drei Herbstlooks raus, die ich persönlich trage und stelle euch die einfach mal vor. Nichts Besonderes. Ich denke, das sind alles oder größtenteils Sachen, die jeder in einer Art und Weise in einem Kleiderschrank hat, sodass ihr ein bisschen Inspiration habt. Ich will euch hier auch nicht wieder irgendwelche Links rauspacken. Alles, was ich natürlich verlinken kann, packe ich unten in die Infobox. Aber generell ist es nicht dazu da, um euch irgendwelche Produkte zu zeigen. Dafür habe ich immer meine 10 Favorite Pieces der Woche. Checkt die Videos auf jeden Fall auch ab. Ja, diese drei Looks sind auf jeden Fall relativ einfach gehalten und ich hoffe, ihr könnt da ein bisschen was mit euren eigenen Sachen nachbauen bzw. auch ein bisschen Anregung finden. Ich fange einfach mal an mit dem ersten Look. Ich ziehe mich mal eben um. So, Freunde, und hier habe ich den ersten Look und zwar habe ich rausgesucht ein All-Black-Outfit mit einem coolen Flannel. Das Flannel ist in dem Fall jetzt von Off-White, das ist von Frühling-Sommer gewesen dieses Jahres. Ja, das sieht man hinten auch relativ stark, aber ja. Schwarz-weiß gehaltenes Flannel kriegt ihr aktuell überall. Habt ihr vielleicht auch schon im Kleiderschrank dementsprechend. Es ist eigentlich ein ganz cooles Piece. In dem Fall ist es aber kein richtiges Flannel, sondern es ist mehr so eine Oversized Jacket, also so eine Jacket mehr als ein Flannel. Es ist ein bisschen dicker gehalten als ein normales Hemd. Dementsprechend, ja, ein cooles Piece. Ja, in dem Fall habe ich das Flannel hier einfach mal kombiniert mit einem All-Black-Outfit und ein paar schwarzen Chelsea-Boots, in dem Fall hier von Saint Laurent. Die habe ich schon, ich glaube, jetzt 3 oder 4 Jahre, sind auch schon gut durchgerockt, aber ja. Eins meiner Favorite Looks auf jeden Fall für den kommenden Herbst oder anstehenden oder aktuellen Herbst. Dementsprechend, ja, Outfit Nummer 1. Lasst mich dazu auch gerne in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet, ob ihr solche Pieces feiert, so ein bisschen Highlight-Pieces im Outfit. Aber ich finde sowas eigentlich immer ganz wichtig. Ein Outfit braucht ein Highlight-Piece, also zu neutral ist teilweise nicht so cool, deswegen, ja. Machen wir weiter mit Outfit Nummer 2. So, Freunde, und hier ist Look Nummer 2. Einer meiner Favorite Pieces definitiv für den Herbst ist auf jeden Fall der Trenchcoat. In dem Fall ist er jetzt gar nichts Besonderes. Es ist ein ganz günstiger Trenchcoat von Benetton. Den habe ich jetzt bestimmt schon 2, 3 Jahre. Ich packe den im Frühling und im Herbst aber immer wieder gerne aus. Ganz einfach kombiniert in dem Fall hier mit einem simplen weißen Basic-T-Shirt, ein paar weißen Sneakern und eine Jogger Chino, hier in dem Fall von Tommy Hilfiger, in blau gehalten. Mir ist es ganz wichtig im Winter bzw. im Herbst Socken. Also Socken aktuell ja, sollte man schon tragen, dieses Sockless. Generell bin ich eigentlich nur der Fan für im Sommer. Ansonsten habe ich die letzten Jahre einfach festgestellt, dass das für mich nichts mehr Genaueres ist. Deswegen trage ich je nachdem abgestimmt immer, ich sag mal, schwarze oder weiße Socken. Die schwarzen Socken immer meistens dann aber keine, ja, in dem Fall wie hier so Tennissocken, sondern eher so schickere Socken, je nachdem welches Outfit. Bunte Socken bin ich nicht so der Fan von, aber ich denke mal, ja, das kann jeder selber entscheiden. Für mich auf jeden Fall ein Piece, was in den Herbst hineingehört, ist auf jeden Fall der Trenchcoat. In dem Fall einfach ganz locker kombiniert, relativ casual gehalten mit einer, in dieser Art und Weise, finde ich eigentlich ganz nice für den Herbst. Kommen wir zum Outfit Nummer 3. So, Freunde, und hier haben wir den letzten Look, ein bisschen mehr Männer-Style, wie ich finde, mit ein paar coolen Boots, Desert Boots hier von Clarks, mit so einer coolen Five-Pocket-Hose, so eine Art Jeans, aber keine richtige Jeansstoff, sondern halt eben, ja, halt so eine Five-Pocket-Hose. Dazu so ein Zopfmuster-Pullover hier und einer Windcheater-Jacke, hier mit so einem Steckkragen, beziehungsweise den kann man auch runter machen, aber ich finde es cool, wenn er so ein bisschen hoch ist, dementsprechend, ja. Und dazu auf jeden Fall ein Beanie, ne? Den solltet ihr ja auf jeden Fall auch noch dabei haben. Wenn ihr den dann aufzieht, finde ich persönlich ziemlich, ziemlich nice für den Herbst und dementsprechend ja mein letzter Look. Lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Ich finde es sehr, sehr nice und dementsprechend soll es das mit diesem Video auch wieder gewesen sein. Vergesst auf jeden Fall nicht, ein Abo da zu lassen und ein Like. Ich würde mich sehr darüber freuen. Gebt mir ein Feedback. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out.